Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Storytime. Na, ihr habt euch das Ganze gewünscht. Und heute erzähle ich euch, wie ich in Deutschland an Internet gekommen bin und meinen Plan davon, jedem Telekom-Service-Mitarbeiter ein Praktikum zu besorgen. Das ist mein Plan. Und nun erkläre ich euch wie. Das heißt, vor bereits einem Monat habe ich ein Rage-Video aufgenommen. Es ist im Internet, es liegt rum, es ist nicht gelistet. In diesem Video habe ich mich einfach 9 Minuten lang durchgehend schreiend darüber aufgeregt, wie beschissen die Telekom ist. Also deine Mutter geht raus, der Glasfaseranschluss ist schon präsent, ich kann ihn aufschrauben, wenn ich will. Macht euren Job, Alter, verdient Respekt von den fucking Kunden. Ich habe das Video Franz gezeigt, der gemeint hat, Maxi, ich war mit diesem Video einfach traurig. Du warst einfach nur mad. Es war nicht lustig. Und ich habe auf seinen Rat gehört und es nicht veröffentlicht. Nun ist es aber soweit, am 29. Juni ist was Neues passiert und ich dachte mir, ich kann es nicht mehr zurückhalten. Verpacke es, aber ein kleines bisschen freundlicher und lustiger. Beginnen wir also damit, dass ich umgezogen bin. Na, ich bin dann in ein Reihenhaus gezogen, YouTube Money for the Win, beziehungsweise Rente gibt's nicht, also Haus. Das Ganze dauert natürlich sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe schon sehr früh bei der Telekom angefragt, hey, ich brauche Internet. Ich möchte denen bewusst mein Geld geben. Ist ja was Gutes, ne? Und da das Haus komplett neu ist, verlegt auch die Telekom die Leitung. Das musste ich sehr schmerzlich erfahren, denn bei neuen Leitungen, Glasfaser wohlgemerkt, hat die Telekom 2 Jahre Anrecht darauf. 2 Jahre lang gibt es keine Anbieter. Das heißt, die Ausrede, andere Anbieter nehmen, geht nicht, haltet euer scheiß Maul. Telekom hat Anrecht darauf. Das heißt, ich habe schon sehr, 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 sehr früh vorher angerufen und gesagt, hey, das und das ist die Lage, das ist die Adresse, geben Sie uns scheiß Internet. Beziehungsweise gutes, ist ja Glasfaser. Die Überprüfung hat nun über einen Monat gedauert. Ihr müsst euch vorstellen, die haben die Leitung selbst verlegt, alles gemacht und keiner schreibt es auf. Der Zettel ist anscheinend weggekommen. Auf jeden Fall hat es 1 Monat gedauert, dann habe ich angerufen und gesagt, arbeitet ihr eigentlich? Wer arbeitet hier? Hand hoch, welcher arbeitet? Keiner hat die Hand gehoben und keiner hat rausgekriegt, warum dieser Auftrag nicht durchgeführt wurde. Naja, ich habe dann mit denen telefoniert, ich habe mit denen geskypt, ich habe mit denen gechattet, also alle Hilfefunktionen genutzt und als allerletztes habe ich Twitter gewählt. Ich habe die Leute bei Twitter angeschrieben und das Witzigste ist, eine schlaue Mitarbeiterin war dabei. Die hat das ganze Problem gelöst und hat gesagt, hey, zu diesem Datum können wir euch Internet geben. Ihr kriegt sogar den einen oder anderen Rabatt. Und ich so, Alter, Gott sei Dank, es ist einer dabei, der arbeitet. Ja? Puff, mind blown. Das heißt, wir hatten nun einen festen Termin für das Internet. Aber wir kennen das Schicksal. You know, a fate. Was passiert? Geht nicht. Internet kommt nicht. Ja? Der Mitarbeiter ist nicht da. Ist krank. Das Ganze haben wir erst relativ spät erfahren. Diana musste also den ganzen fucking Tag hier warten. Na, die Termine sind immer, wir kommen zwischen 8 und 16 Uhr. Aber die rufen eine halbe Stunde vorher an. Haben jetzt versucht, bei ihr anscheinend anzurufen, haben sie nicht gemacht. Fakt ist, Mitarbeiter war krank. Wieder kein Internet. Na, da rege ich mich darüber auf, was es denn soll, warum es denn keinen Ersatz gibt. Klar, manchmal kann jemand einfach krank werden. Das passiert. Das verstehe ich. Aber ich will benachrichtigt werden, wann der Nächste kommt. Der Nächste kommt erst in 1000 Jahren. Dann habe ich am Telefon gefragt, warum? Warum dauert denn das bei euch so lange? Wie kann das sein? Und da sagt mir dieser überschlaue Mensch, ja, Sie müssen verstehen, Sie haben Glasfaser, das ist eine neue Technik, die Ausbildung hat noch nicht jeder gemacht, das ist super krass. Und ich so, alter Schwede, das ist ganz schön peinlich. Ihr müsst euch ja vorstellen, Deutschland ist ja gar nicht digitalisiert. Es ist ein drittes Weltland und spielt Bronze 5 in der Internetliga, okay? Das ist terrible. Das heißt, die verlegen die modernsten Leitungen und können damit nicht umgehen. Boah, ist das peinlich, ne? Ist schon sehr witzig an sich. So, und dann beginnt's. Dann beginnt das Lügenkonstrukt des Todes. Das heißt, ich habe Folgendes getan. Ich habe mich natürlich bei Twitter aufgeregt. Ich habe also bei Twitter 1000 Mal gememt, 1000 Mal geflamed, wie terrible. Das ist ja, es ist halt wirklich legit peinlich. Ja, witzig, aber peinlich. Das Ganze ist anscheinend in der Telekom-Etage ziemlich weit hochgewandert. Das heißt, die Leute haben anscheinend aufs Maul bekommen, mich dann angerufen und gesagt, hier, wir machen alles wieder gut. Wir machen einen ganz flotten Termin. Das heißt, am Freitag vor, keine Ahnung, 3 Monaten oder sowas hätten sie es verlegen sollen. Und am nächsten Mittwoch habe ich schon den nächsten Termin bekommen. Wo erstens klar wurde, irgendeine arme Sau hat deswegen jetzt kein Internet. Und ihr müsst euch vorstellen, die Hälfte hier hat kein Internet. Die wohnen ja schon übel lange. Kein Internet. Peinlich. Das heißt, der Typ am Telefon sagt dann, ja, das ist eine super komplizierte Technik. Und da müssen noch 2 Leute vorbeikommen. Na, das ist super krass. Und ich so, what? Das ist kein Ikea-Schrank, Alter. Das ist ein Router. Denn das Ding ist nämlich, ich versuche ja den Leuten entgegenzukommen. Das heißt, damit der Termin glatt läuft, habe ich denen auf Twitter alles geschrieben. Ich habe den ganzen Internetraum da unten durchfotografiert. Ich habe denen 1000 Bilder geschickt. Na, ich sehe ja alles. Die Glasfaser guckt aus der Wand. Ich kann sie berühren, okay? Sie ist da. Habe denen also die ganzen Fotos geschickt. Der Typ sagt, ja, das ist super krasse Technik, müssen 2 Leute vorbeikommen. Was passiert? Was passiert? Natürlich kommt nur einer vorbei. Wozu braucht man noch 2 Leute, um den Router zu installieren? Selbst wenn er die Wand hätte bohren müssen, hätte er nicht 2 Leute gebraucht. Das heißt, der Typ kommt hier vorbei. Und das Ding ist ja, Diana und ich sind nicht da.
In Germany we call it Arbeit, ne? Wir müssen arbeiten im Vergleich zur Telekom. Das heißt, Janas Schwester musste hier im Haus aufpassen, ne? Während sie fürs Abitur gelernt hat, ne? Und warten, bis der Typ vorbeikommt und das einrichtet. Der Typ kommt also und sieht, dass er keine Info bekommen hat. Denn der Auftrag, den er erhalten hat, die Glasvase hier anschließend, ist anscheinend null zu ihm durchgedrungen. Ne? Die hat er wahrscheinlich einfach nicht bekommen und hat es aber Gott sei Dank gemacht. Es hätte aber dreimal so viel gekostet. Er musste da quasi alles neu patchen, richtig, richtig viel zusammenfriemeln. Ich habe quasi eine Internetverbindung in jeden Raum. Hat er alles gemacht, hat einen spitzen Job gemacht. Das Ding ist aber, dass die Service-Dudes davon null Ahnung haben. Die am Telefon sind dumm as fuck. Und das Allerschlimmste daran ist, die pochen auf ihr Recht. Leute, pocht niemals auf euer Recht. Denkt nicht, ihr seid schlauer als andere. So entstehen Kriege, okay? Genau so entstehen Kriege. Das heißt, wir haben nach 40 Tagen oder sowas, hatten wir endlich Internet. Ja, der Typ war da, hat einen Spitzenjob gemacht. Hier fließt alles. Was passiert nun? Die Telekom ruft an und vergewissert sich, dass alles okay ist. Das heißt, der Typ, der inkompetente Typ, entschuldigt sich eine Milliarden Mal. Ich hasse es, wenn jemand sowas tut. I hate it. Sag einmal Entschuldigung und dann mach deinen scheiß Job. Das heißt, der ruft Diana an, nervt die zu Tode, ruft mich an, nervt mich zu Tode. Ich habe schon das Telefon einfach daneben liegen, weil ich im scheiß Rank bin. Und der, ja, Entschuldigung hier, wir haben jetzt das gemacht und Entschuldigung hier, Entschuldigung, halt dein Maul. Halt dein Maul und mach deine Arbeit. Das ist viel besser. Ja, und jetzt kommt das Gestörte. Jetzt kommt der Grund, warum ich das Video quasi mache. Denn bis hierhin hatte ich gerade das andere Video, was ich dann verworfen habe. Und ich denke, es ist ein bisschen netter formuliert jetzt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das Ding ist nämlich, dass ich quasi das M-Paket genommen habe. Na, M wie miserabel. Weil die mussten ja erstmal einen Monat lang suchen, ob es überhaupt was gibt. Wo sie selbst verlegt haben. Das heißt, ich habe am Telefon gesagt, hey, ich möchte gerne das L-Paket. Na, die haben ja 50.000 Mal angerufen und sich entschuldigt. Ich sage, hey, das Einzige, was ihr machen müsst, macht es einfach auf L. Das L wie, lass mich in Ruhe. Das heißt, ein paar Tage später kriege ich wieder den gleichen Mitarbeiter. Den gleichen Larry, der bisher nur falsch lag. Da sagte mir, ja, wir können das zu dem und dem Tag machen, wir können das verbessern. Und da müsste aber jemand vorbeikommen. Und ich so, what? Wieso muss da wieder jemand vorbeikommen? Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr jemand vorbeischneidet. Das ist mir scheißegal. Mir geht es nur darum, dass sie eine wichtige Arbeitskraft, die offensichtlich eine Mangelware bei der IT ist, hierher bringen, um das Internet zu steigern. Bei jedem normalen Anbieter rufst du an und sagst, ey, ich hätte gern besseres Internet. Dann blinkt der Router dreimal, ich habe besseres Internet, 20 Euro weniger auf dem Konto. Das ist der Ablauf, okay? Das dauert 5 Minuten. Weil natürlich die Internetdrosselung, die ja in Deutschland sowieso GG ist, na, die funktioniert zentral. Das wird online geregelt. Das Internet ist kein Wasserhahn, okay? Wo jemand vorbeikommen muss und das auf und zudreht. Es wird zentral gedrosselt. Der Typ, was macht der wieder? Beruht wieder auf seinem Recht. Der sagt wieder, nee, da muss ein Mitarbeiter. Ich sage, Alter, die verschwenden meine Zeit. Ihre Zeit, wir verschwenden alles. Warum ist das so? Und er so, nee, das ist so. Und ich dachte, alles klar, entweder der hat wieder keine Ahnung oder die leben im Mittelalter. Was passiert? Erstens musste wieder Dianas Schwester hier aufpassen. Ja, hat jetzt aber ihr Abitur gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, top notch. Macht euer scheiß Abi. Sonst endet ihr bei der Telekom am Telefon. Fakt ist, der Typ kommt vorbei. Der Techniker kommt vorbei. Und das Ding ist, ich hatte schon ein schlechtes Omen. Na? Denn wir haben Post bekommen, wo wir die Installationsanleitung für einen Router gekriegt haben. Wo ich dachte, ne. Das ist jetzt ein Fail-Brief, okay? Das ist irgendwas schiefgegangen. Der Techniker kam mir vorbei und hat einen neuen Router mitgebracht. Der hat den Auftrag bekommen, einen neuen Router zu installieren. Die andere Schwester da, ja, nee, also wir wollen eigentlich nur das M-Paket, wir wollen nur, dass das Internet schneller ist. Und der Techniker, ja, das mache ich doch gar nicht. Das wird doch online gemacht. Da muss ich doch hier für nicht da sein. Und ich denke mir 200 Kilometer entfernt, ja, ach nee. Na, wieso soll da jemand vorbeikommen? Das heißt, der Typ vom Telefonservice hat wieder falsch gelegen und gedacht, dass er recht hat. Schon wieder. Das heißt, der Typ ist hier da, macht mehrere Vorschläge, wie man das machen kann, dass wir den Vertrag erst kündigen, dann neuen aufsetzen. Pff. Ne, da brauchen wir 50.000 Jahre, ehe ich wieder Internet habe. Und ich mache YouTube, ne? Ich könnte Internet gebrauchen. Der Typ geht also und ich traue mich nicht, mit der Telekom zu telefonieren. Irgendwann kommt der Anruf, waren Sie mit der Leistung des Service-Mitarbeiters zufrieden? Und ich denke mir so, halt einfach dein Maul. Die Message, die ich nun an die Telekom bringen möchte, ist folgende. Nehmt eure Service-Mitarbeiter am Telefon oder meinetwegen auch bei Twitter oder überall, alle Mitarbeiter, die mit Menschen interagieren, okay? Ihr nehmt die und schickt die einen Monat lang als Praktikant dem fucking Techniker hinterher. Damit die Leute mal begreifen, was deren Auftrag auslöst. Na, ich kam ja der Telekom bei meinen Aufträgen so entgegen. Ich habe 50.000 Fotos gemacht. Ich habe es einem Alpaffen erklärt. Das hätte jeder begriffen. Der Techniker war da, es hat 5 Minuten gedauert. Und der sagt, es kommen 2 Leute vorbei. Oder der sagt, zur Steigerung vom Internet muss jemand da sein. Das ist geboostet. Das ist terrible. So dumm darf man nicht sein. Nehmt eure Mitarbeiter an die Hand, okay?
schickt ihr auf ein Praktikum. Als meine Familie aus Russland hierher gekommen ist, hätte mein Vater als Diplom-Ingenieur sofort arbeiten können. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat bei der Firma als Schlosser begonnen. Als so ein Pups. Damit er weiß, was da unten eigentlich gebaut wird in der Scheißhalle. Er ist jeden einzelnen Beruf in der Firma durchgegangen, damit er weiß, was passiert, wenn ich einen Auftrag gebe. Was passiert, wenn ich ein Gerät entwerfe. Das ist schlau. Weil er weiß, wie exekutiert wird. Und die Service-Mitarbeiter am Telefon verstehen nicht mal die Basics. Die denken, dass zwei Leute vorbeikommen müssen für fucking Internet. Gut, meine Story neigt sich zu dem Ende. Liebe Telekom, ich hoffe, ihr lernt daraus. Und ihr müsst den Typen auch nicht kündigen. Aber schickt den auf ein Praktikum, okay? Please. Cut. Ha? Leute, die Ereignisse überschlagen sich. Ihr müsst euch vorstellen, ich war mit dem Video eigentlich schon fertig. War jetzt gerade beim Essen, was passiert? Der Techniker ist nochmal vorbeigekommen. Der ist einfach nochmal vorbeigekommen und hat hier so ein Gerät mitgebracht. Und jetzt kommt das Gestörteste. Die Telekom hat quasi am heutigen Tag meinen Vertrag gekündigt. Er wurde gekündigt, damit von M auf L gesteigert werden konnte. Und dazu musste er wirklich dieses Teil hier auswechseln. Musste er noch nie machen. Das ist das Glasfasermodem. Weil dieses Modem auf dem neuen Vertrag gecodet ist. Es würde den alten, ich würde quasi morgen mein Internet verlieren. Und noch dümmer, ich habe mich mit dem Dude unterhalten, war super nett, super kompetent. Und da haben wir über die Upload-Zahlen geredet und er hat gemeint, eigentlich haben sie das S-Paket. Ich zahle für M, habe das S-Paket, also das kleinere, und will das auf L steigern und muss wirklich ein physisches Teil austauschen, weil die den Vertrag gekündigt haben. Es ist keine Steigerung, keine Änderung, es ist eine direkte Kündigung gewesen. Das heißt, dieses Video ist eventuell erstmal das letzte, weil ich dann kein Internet habe und Samstag und Sonntag bei den Flugtagen in Bremen bin. Good luck, have fun. Das heißt, Grüße gehen raus an den Techniker. Vielen Dank, dass er das nochmal gewechselt hat, sonst habe ich eventuell morgen nichts. Und der Telekom kann ich sagen, bitte macht die Praktikas und bitte konzentriert euch bei solchen wirklich einfachen Dingen. Der Techniker hat auch gemeint, da ist was beim Service. Das hat er so noch nie machen müssen. GG. Haut raus und viel Spaß beim Ranked.